Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Heute müsst ihr auf meinen Anblick verzichten, denn es dreht sich alles um mein Make-up. Aber damit ihr mich nicht vergesst, das bin ich, ne? Die Empathy. Und jetzt geht's los mit meiner Make-up-Kollektion. Für meine Schminkecke habe ich mir eine Konstruktion eingerichtet, bestehend aus einem Teil einer Wohnzimmerwohnwand und einem IKEA-Malm-Schminktisch. Über der Wohnwand thront mein Nagellackregal, mein ganzer Stolz. Jedes Sammlerherz schlägt da höher und vor allen Dingen meins. Ich habe die Nagellacke zum Teil nach Marken geordnet und vor allen Dingen nach Farben, damit dieser Regenbogeneffekt entsteht. Und für mich ist es fast wie ein kleines Kunstwerk, ein Gemälde, das mir jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auf der Wohnwand habe ich eine Etagere stehen, auf der ich besondere Lieblingsstücke oder ja einfach Make-up-Dinge mit Bedeutung für mich stehen habe, damit sie mich daran immer erinnern. Und vor dieser Etagere thronen meine momentanen Lieblingsnagellacke einfach wie so kleine Make-up-Soldaten, die auf alles gut aufpassen und schön funkeln dabei. Kommen wir jetzt zu dem großen Schminktisch. Darunter stehen übrigens zwei Tüten. Eine Tüte für ausgesonderte Sachen, die ich entweder verkaufe, und die andere Tüte mit Dingen, die ich gerne verschenke. Und jetzt kommen wir zur Schublade. That's where the magic happens. Ein Spielparadies für alle Freaks unter uns, die sich dem Make-up widmen und der Sammelleidenschaft hergeben. Hier tauche ich in mein ganz eigenes Meer an Farben, Lippenstiften, Blushes, Lidschatten, und was sich im Detail hier verbirgt, das präsentiere ich euch jetzt. Ganz recht habe ich mein Fach mit meinen Augenprodukten, vom Kajalstift bis hin zum Lidschattenstift ist hier alles zu finden. Und direkt daneben geht es weiter mit den Creme-Lidschatten. Das ist eine schöne Auswahl an verschiedenfarbenen Creme-Lidschatten von jeder Marke. Auch hier so kleine Pröbchen sind dabei. Und da ich im Moment einfach total auf die Konsistenz von Creme-Lidschatten stehe, ist darüber noch ein Fach mit Creme-Lidschatten. Aber hier gibt es nicht nur Creme-Lidschatten, nein, hier sind auch Pigmente dabei oder gepresste Pigment-Lidschatten. Aber auch Eyeliner dürfen nicht fehlen, und davon habe ich auch eine kleine Zusammenstellung an verschiedenen Farben. Auch wenn ich sie wirklich nicht oft benutze, habe ich verschiedene Pigmente in dem Fach darüber, also verschiedenfarbige Pigmente und so eine Base eben genau gemacht für Pigmente. Wenn ihr euch fragt, wo ich dieses Fach her habe, das ist von IKEA, war sehr günstig, ich glaube 1 Euro oder 2. Widmen wir uns dem nächsten Fach, das stiefmütterlich behandelte Fach mit den Lippenstiften. Diese Box habe ich übrigens aus Singapur mitgebracht, aber die bekommt ihr in allen günstigen Euro-Läden bestimmt auch. Ansonsten schaut bei IKEA nach. Und hier habe ich die Lippenprodukte nach Farben sortiert, damit ich ganz schnell finde, was ich brauche. Schande, es haben sich auch Lidschatten dazwischen gemogelt, und in diesem ersten Fach sind meine MAC-Lippenstifte und ja, besondere Farben, die ich einfach total gerne mag. Im Zwischenraum habe ich dann meine Single-Lidschatten, die ich jetzt nicht so häufig benutze, aber die ich mir trotzdem im Auge behalten möchte, weil wenn man die Farben sieht, vergisst man nicht, dass man sie hat und kauft nichts fehl. Hier hinten habe ich viele Mascaras, die ich zugesendet bekommen habe, und ein kleines Fach mit Pröbchen, die man gut mit auf Reisen nehmen kann. Und jetzt geht's weiter mit meinen Sleek-Lidschattenpaletten. Da hinten habe ich auch zwei Cosmetic Cosmo Paletten. Und das ist echt mein Traumland. Ich liebe ja Rouge. Und hier ist einfach von Pink über Koralle alles dabei. Vom Creme Rouge bis hin zum Puder Rouge. Im Fach daneben ist der große Bruder vom Rouge, nämlich der Bronzer. Hier habe ich auch verschiedene und auch noch ein Creme Rouge von Kiko. Sowie einen ganz tollen Highlighter von Kiko, den man ganz vielseitig einsetzen kann. Ja, und hier das Fach, das liebe
finde ich ja so, das ist mein Lieblingsfach, glaube ich, im ganzen Schminktisch, weil hier meine ganzen kleinen Miniaturen drin sind, die viel zu schade zu benutzen sind, aber ganz toll zum Angucken. Im Fach daneben tummeln sich meine ganzen Lipglosse und cremigen Lippenprodukte abseits vom Lippenstift, wie diese Chubby Chicks von Astor. Ja, und damit kann es auf den Lippen richtig schön glänzen. Hinter diesen Schubfächern habe ich meistens noch künstliche Wimpern oder Kleber und Dinge, die sonst noch rumfliegen, die man nicht jeden Tag braucht. So, zu und weiter geht's mit dem kleinen Beistellschränkchen. Wenn man es öffnet, habe ich ganz unten erstmal ein Chaos an Haarprodukten, die ich nicht so oft benutze. Und darüber alte Verpackungen, von denen ich mich noch nicht trennen kann. Make-up-Bags, wenn ich verreise. Und noch ein paar Nagelprodukte und in Vergessenheit geratene Nagellacke. Und jetzt zum Ausstellungsfach, so wie ich es nenne. Da liegen zum einen meine Lidschattenpaletten, die ich sehr gerne benutze, wie hier die Naked-Palette oder die Inglot-Palette mit verschiedenen Farben. Und hinten habe ich eine Z-Palette mit meinen depotteten Single-Lidschatten. Darüber hinaus habe ich ein Nagellackregal, teils zweckentfremdet, zwar glitzert und funkelt hier auch alles vor Lacken, aber ich habe auch meine besonderes liebsten Make-up-Schätze hier oben ausgestellt, damit ich mir sie einfach angucken kann, weil was sollen sie in der Schublade liegen, dafür sehen sie auch viel zu schön aus, finde ich. Der größte Teil meiner Pinsel, meine Foundation, meine Primer und meine Alltags-Make-up-Gegenstände stehen im Bad, damit ich sie morgens schnell benutzen kann. Und ich habe mir ausgedacht, dass ich diese Schüssel zukünftig benutze, um Produkte einzusortieren, die in meiner Schublade herumliegen, die ich dann auch wirklich einfach mal querfeldein ausprobiere. Das war sie auch schon, meine updated Make-up-Collection-Tour. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, in die heiligen Hallen meines Make-ups einzutauchen. Und ich würde mich über eure Kommentare freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr auch bei mir bei Instagram, Facebook oder Twitter vorbeischaut oder euch mein letztes Video anguckt. Einfach draufklicken. Bis zum nächsten Mal. Over and out.